Heute sprechen wir darüber, wie du dich nie wieder abhängig von deinen Noten machst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und so wichtig das Traumabitur natürlich auch ist, ja, genauso wichtig ist auch, dass du dich nicht abhängig von deinen Noten machst. Und das ist eine Sache, die ich einfach immer wieder bei vielen von euch merke. Ja, bin ich ganz ehrlich zu euch. Ihr macht euch abhängig von den Noten. Ihr macht euer Glück. Da ist ja entweder oder kommt bald ein Video dazu auch schon. Ihr macht euren Selbstwert, eure Stimmung, alles Mögliche eigentlich, macht ihr abhängig von euren Noten. Das heißt, wenn es mal schlecht in der Schule läuft, geht es euch schlecht. Wenn ihr eine gute Note rausbekommt, denkt ihr gut über euch selbst. Wenn ihr eine schlechte Note rausbekommt, denkt ihr schlecht über euch selbst. Und da könnte man im ersten Moment mal denken, ja, ist ja gar kein Problem. Weil wenn ich mich immer schlecht fühle, wenn ich eine schlechte Note bekomme, dann bin ich ja noch mehr motiviert, eine gute Note zu schreiben. Und wenn ich nur dann gut über mich denke, wenn ich eine gute Note schreibe, dann will ich ja noch mehr eine gute Note schreiben, weil wer will nicht gut über sich denken? Und das stimmt zu einem gewissen Grad. Denn natürlich pusht es dich im ersten Moment, ja, dann zu sagen, oh, ich will wirklich eine gute Note schreiben, weil ich brauche das. Ja. Aber genau liegt das Problem. Du brauchst es. Du musst eine gute Note schreiben, um dich gut zu fühlen. Und genau das ist eine riesen, riesen Gefahr. Denn wenn du wirklich für dich spürst, dass du alles, und das müssen jetzt, glaube ich, manche von euch wirklich richtig knallhart realisieren, dass du eigentlich alles aktuell darauf ausrichtest, möglichst gute Noten zu schreiben. Du kümmerst dich nicht mehr so sehr um deine Familie, nicht mehr so sehr um deine Freunde, nicht mehr so sehr um dich selbst, nicht um deine eigene Gesundheit oder um andere Dinge, sondern es ist nur noch Noten, 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 Noten. Achte da mal drauf. Das trifft bestimmt auf 30-40%, die jetzt gerade zusehen. Definitiv zu. Deswegen achte da drauf, achte da drauf. Woran, überleg dir mal, woran machst du einen guten Tag fest? Wann war ein Tag gut für dich? Dann, wenn du Spaß gehabt hattest? Wenn du gelächelt hast? Oder wenn du produktiv warst und viele Hausaufgaben gemacht hast? Wann lief eine Klausur gut für dich? Wenn du dein Bestes gegeben hast? Oder wenn du eine gute Note rausbekommen hast? Merkt ihr, was ich meine? Und genau darum geht's. Wie schaffe ich es, mich nicht mehr abhängig von meinen Noten zu machen? Denn so sehr das am Anfang ein bisschen pusht, so unfassbar unglücklich macht das langfristig auch einfach. Weil du hast das Gefühl, du bist nur noch deine Noten. Du bist deine Noten. Wenn Noten geil sind, fühlst du dich geil. Wenn die Noten scheiße sind, fühlst du dich scheiße. Und ganz ehrlich, das will ich nicht für euch. Weil ihr müsst euch nicht von euren Noten abhängig machen, um gute Noten zu schreiben. Das ist so wichtig zu verstehen. Weil wenn du gerade merkst, fuck, ich mache mich eigentlich wirklich abhängig von meinen Noten, dann kannst du dir nicht vorstellen, warum irgendjemand sich für die Noten anstrengen sollte, wenn nicht sein Selbstwert, sein Gefühl, seine Stimmung daran hängen würde. Das kann man sich in diesem Moment nicht vorstellen. Und das weiß ich, weil es bei mir selbst genauso war. Das kann man sich in diesem Moment nicht vorstellen. Aber vertraut mir, dass es funktioniert. Ihr müsst es nur schaffen, das Ganze loszulassen. Ihr müsst einfach euch trauen. Ihr müsst euch trauen zu gucken, was ist da dahinter, wenn ich mich nicht mehr abhängig mache. Was ist in meinem Leben noch da, wenn ich mich nicht nur auf die Noten fokussiere? Was ist da noch? Was passiert mit mir, wenn es für mich in meinem Leben wichtigere Dinge gibt als meine Noten? Und ich weiß, dass, wenn ich das ausspreche, dass für diejenigen, auf die dieses Video zutrifft, ihr habt gerade richtig Angst. Ihr spürt richtig diese Angst in euch. Weil ihr euch denkt, fuck, was ist denn, wenn ich mich nicht mehr von meinen Noten abhängig mache? Weil aktuell ist es für deinen Kopf einfach, verstehst du? Der weiß, wenn ich eine gute Note bekomme, kann ich mich gut fühlen. Wenn ich eine schlechte Note bekomme, kann ich mich schlecht fühlen. Meinen ganzen Tag fokussiere ich einfach nur darauf, wie ich möglichst viel lerne, möglichst effizient lerne, damit ich möglichst gute Noten habe. Mein ganzer Fokus, meine ganze Lebensausrichtung ist nur auf Schule und Noten und Prüfungen. Das ist einfach für den Kopf so zu denken. Nur das Problem ist, du als Mensch, du leidest darunter. Und das funktioniert eben nur zu einem gewissen Grad und irgendwann wirst du zusammenbrechen. Du denkst, fuck. Und deswegen, nehmt euch jetzt schon den Druck weg und ihr werdet mit viel einem besseren Gefühl. Und ich sag's euch, dieses gute Gefühl auf dem Weg zum Traumabitur ist mir mindestens genauso wichtig, wie dass ihr den Zielschnitt erreicht, den ihr für euer Traumabitur braucht. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen möchte ich auch mehr Videos in diese Richtung machen, weil ich einfach merke, Leute, ihr braucht das. Ihr braucht das. Und deswegen, konkrete Tipps, sage ich mal, und Anweisungen, wie ihr das schaffen könnt, wirklich euch nicht mehr abhängig zu machen.
Erstens, ihr macht ganz bewusst andere Dinge. Ihr macht ganz bewusst andere Dinge, anstatt euch auf eure Note zu fokussieren. Werde ich auch noch ein extra Video dazu machen. Zweitens, ihr seid nicht mehr stolz auf gute Noten. Das mag jetzt richtig weird klingen, aber versucht mal nicht mehr stolz auf gute Noten zu sein, sondern einfach gute Noten als ein Prozess zu sehen. Ja, als einfach nur als Teil des Weges. Und drittens, am besten schafft ihr es vielleicht sogar auch niemand anderem mehr eure Noten zu zeigen. Ja, vielleicht schafft ihr sogar, dass ihr selbst eure Noten nicht mehr seht und vielleicht nur am Ende des Halbjahres die Noten euch von einem Lehrer gegeben lässt. Vielleicht macht es ja ein Lehrer mit, dass er dir deine Note gar nicht mehr mitteilt. Kann natürlich auch negativ sein, aber für einen gewissen Zeitraum kann das wirklich Sinn machen. Das Wichtigste ist einfach nur, dass du dich wieder auf mehr Dinge fokussierst als nur deine Noten, weil ansonsten wirst du einfach nicht auf dich selbst achten, du wirst dich selbst nicht spüren, du wirst dich selbst wirst keinen Spaß mit dir selbst haben, du wirst nicht glücklich sein, du wirst nicht für andere da sein können, du wirst nicht gesund sein. All die Dinge, die du brauchst, um langfristig gute Noten zu schreiben, werden nicht da sein. Ja, das ist dieser Trugschluss, den da alle haben. Deswegen bitte achte darauf. Geh raus in die Natur. Wie gesagt, ich mache dazu noch ein Video. Und weil das ist wirklich wichtig. Und das Allerwichtigste dabei ist, fang jetzt an. Weil sonst wirst du es niemals tun. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. I wanna know, what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me. Especially if it's my dream. I can't let none of these looks intervene. No, most of these blessings I can't even see. Praying that I get to breathe, yeah.